Und herzlich willkommen zur dritten Episode in unserem Modul F zur Erstellung von Inhalten. Und heute geht es um Urheberrecht und Datenschutz. Das ist ein spannendes, wichtiges Thema. Und gleichzeitig hat es sehr viel mit Paragraphen zu tun. Insofern haben wir versucht, uns heute ein bisschen gleich ein paar Videos auch zu zeigen, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Hier ein Beitrag vom Elektrischen Reporter. Schauen wir uns den doch mal kurz an. Elektrischer Reporter. Dieses Digitalzeugs, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, dieses Digitalzeugs ist eigentlich eine großartige Sache. Mit ein wenig Übung kann nahezu ein jeder Videos schneiden oder bearbeiten oder Musikstücke auseinander und neu wieder zusammenbauen und obendrein diese Produkte der eigenen Schaffenskraft weltweit verbreiten. Kurz, heutzutage besitzt jeder gemeine Netznutzer die gleiche Superkraft, die vor nicht allzu langer Zeit nur große Medienkonzerne innehatten. Der Haken an der Sache, wer sich wie ein Medienkonzern verhält, läuft Gefahr, mit Gesetzen in Konflikt zu geraten, die ursprünglich auf Medienkonzerne abzielten, nun plötzlich aber auch auf gemeine Netznutzer Anwendung finden. Wenn man will, kann man das Internet als einen wahr gewordenen medienpädagogischen Wunschtraum betrachten. Statt sich passiv von den alten Massenmedien berieseln zu lassen, nutzen junge Menschen die neuen Möglichkeiten der Digitaltechnik für kreative Experimente aller Art. Sie perfektionieren die uralte Kunstform des Playback-Singens. Sie entdecken bei Politikern bislang unbekannte Talente. Sie mischen Altes mit Neuem und Fremdes mit Eigenem. Sie kopieren, kreieren und kombinieren Bilder, Videos und Klänge mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der ihre Eltern auf der Fernsehfernbedienung herumdrücken. Doch eine Veröffentlichung dieser sogenannten Mashups im Internet kann teuer werden, denn sie verstoßen oft gegen das geltende Urheberrecht. Ganze Legionen von Juristen durchforsten täglich das Netz auf der Suche nach solchen Rechtsverstößen. Statt Applaus ernten die jungen Kreativen dann Abmahnungen oder gar Strafanzeigen und sind schnell um ein paar tausend Euro ärmer. Ja, soweit zum Einstieg. Das wollen wir natürlich nicht, dass hier irgendjemand ein paar tausend Euro ärmer ist. Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, was ist denn überhaupt geschützt? Nach dem Urheberrecht sind viele Dinge geschützt, nicht nur Sprachwerke, also wie zum Beispiel Bücher und Zeitschriften, aber auch zum Beispiel Computerprogramme werden darüber geschützt, sondern natürlich auch Musik. Das ist eine Sache, die recht häufig eingesetzt wird. Auch pantomimische Werke, das heißt also Tanzaufführungen, Werke bildender Künstler, eigentlich sogar auch architektonische Entwürfe, Film natürlich, das sind wohl, glaube ich, die wichtigsten Dinge, mit denen man sich in der privaten Nutzung rumschlägt, aber natürlich auch Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art. Wir befinden uns natürlich so ein bisschen in einem bestimmten Gebrauchskontext an der Uni. Erstmal kurz schauen, also beim privaten Gebrauch, man darf sich Privatkopien machen, auch bei digitalen Werken, aber dabei darf man keine Kopierschutzmechanismen umgehen und man darf die Vorlagen auch nicht aus offensichtlich illegalen Quellen herausnehmen. Man darf auch keine Werkzeuge zur Umgehung von Kopierschutzen verbreiten und auch das öffentliche Zugänglichmachen eines fremden Werkes im Internet ist verboten. Da geht es ja um diese ganze Diskussion der Tauschbörsen von digitaler Musik etc. Sie werden sicherlich alle ihre eigene Meinung dazu haben. Wir zeigen jetzt hier einfach mal die Gesetzeslage. Das kann einige zivil- als auch strafrechtliche Folgen haben. Und
da gibt es immer wieder Versuche, auch tatsächlich Privatbenutzer doch mit empfindlichen Geldforderungen zu konfrontieren und dadurch eine gewisse Abschreckung zu erzeugen. Bei Studien und Forschung kann man unterscheiden zwischen geschlossenen Szenarien, also das heißt Szenarien, wo ich in der Veranstaltung bin oder in einem geschlossenen E-Learning, einer geschlossenen E-Learning-Umgebung, einem Kurs, wo andere keinen Zugang haben, sondern nur die Personen, die im Kurs sind. Dort kann man zur veranschaulichen Unterricht Kopien von Medien verwenden. Die muss aber auf die Teilnehmer, der Zugang auf die Teilnehmer der Veranstaltung beschränkt sein. Es muss ein Passwortschutz bestehen. Also das reicht nicht, einen Passwortschutz zu geben und dann eben auf seiner Website dann das Passwort zu verraten. Das geht nicht. Und es darf sich auch nur eigentlich um kleine Teile eines veröffentlichten Werkes handeln. Und so ein Daumenregel sind da ungefähr 10%. Und gleichzeitig muss es auch die Gebotenheit sein, dass man das nicht in irgendeiner Weise anders hätte bereitstellen können. Bei offenen Szenarien ist das was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie heute hier mache, da kann ich mich auf ein Zitatrecht gegebenenfalls beziehen, oder wenn Sie einen Artikel schreiben oder Sie eine These schreiben. Da sollte halt Ihre eigene Schöpfungsleistung im Vordergrund stehen. Und ich reichere nur die eigene Leistung an. Der Zitat sollte in einem wissenschaftlichen Diskurs stattfinden. Das heißt, Sie zitieren, um eine bestimmte Idee zu belegen. Und Sie müssen auf alle Fälle Quellenangaben machen, wo das herkommt. Und im Wissenschaftsbereich funktioniert das natürlich fabulös, weil natürlich jeder gerne zitiert werden möchte. Das natürlich gilt auch in geschlossenen Szenarien. Wie kann man jetzt nun eigentlich damit umgehen, wenn man in einem öffentlichen Kontext aber doch mit Medien umgehen will, dort vor allem natürlich auch Audio- und Videodateien mit einbinden möchte? Und da gibt es ein paar Ansätze dafür. Einer der wichtigsten aktuellen Ansätze dafür sind die sogenannten Creative Commons. Die bieten Personen, die etwas originär neu schaffen, selbst die Möglichkeit, da eine Lizenz drauf zu geben, die anderen Menschen wieder möglich damit weiterzuarbeiten. Schauen wir mal kurz rein. Ausgedacht hat sich das Creative Commons Prinzip der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Lessig als Reaktion auf das seiner Meinung nach viel zu strenge und nicht mehr zeitgemäße Urheberrecht. Die Idee? Kreative können eine Verwendung ihrer Werke unter bestimmten Bedingungen pauschal erlauben. So stellen beispielsweise schon tausende Fotografen auf Foto-Communities ihre Bilder zur kostenlosen Verwendung für private Homepages und Blogs bereit, verlangen aber für Abdrucke kommerzieller Natur weiterhin Geld. Autoren verschenken digitale Kopien ihrer Romane im Internet und verkaufen trotzdem Bücher über traditionelle Händler. Nicht mehr die Gesetzgeber, sondern die Künstler selbst sollen entscheiden, wie weit sie ihre Werke freigeben. Längst hat diese Idee den Kreis idealistischer Netznutzer verlassen. Selbst die britische BBC beabsichtigt, ihr riesiges Filmarchiv unter ähnlichen Bedingungen im Internet freizugeben. Ja, da haben wir eine kurze Einleitung gehört in die Creative Commons. Und auf alle Fälle lohnt es sich, das mal anzuschauen. Die Creative Commons ermöglichen Ihnen selber auch eigene Inhalte mit so einem Lizenzvereinbarung zu versammeln. Gehen Sie mal auf creativecommons.org und dort kriegen Sie sehr schnell erklärt, was es eigentlich ist. Und man kann selber Inhalte lizenzieren und kann sich dafür dann so eine eigene Lizenz zusammenbasteln. Und wenn man das dann erstellt hat, kriegt man nur die eigenwünschte Lizenz oder man nimmt sich ein paar Lizenzen, die es vielleicht schon vorher also als Standardversion gegeben hat, oder wenn Sie zum Beispiel auf